So, wie ich sehe, sind wir live. Glaube ich jedenfalls. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt bis jetzt einen schönen Dienstag gehabt. Hoffe ich jetzt mal. Ich warte noch schnell, bis ich es auf dem Handy sehe und dann können wir eigentlich loslegen. Okay. Mein Handy ist in letzter Zeit ein bisschen am Spinnen. Gut, jetzt sehe ich. Sorry für die Wartezeit. So, heute machen wir noch ein bisschen das mit der Säuberung und dann gehen wir eigentlich zurück und machen alles beim Botaniker. So, wir haben ja letztes Mal gerade das hier erfahren. Jetzt haben wir hier nicht Solanium drin. Wir brauchen Phosphor und ja, irgendwie noch Solanium. Das haben wir aber. Irgendwie 200 Stück haben wir noch. Ich speichere jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht. Waren wir letztes Mal schon hier? Ich glaube schon, Herr. Ja, komm. Reisen wir mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, unser Frachter ist noch voll. Ja, okay. Wir müssen ja nach wie vor immer noch zum Schwarzen Loch gehen. Ah, oder wir sind letztes Mal noch durch das Schwarze Loch durchgeflogen. Ah, okay. Ja, okay, dann müssen wir doch schnell rausgehen. Hat sich der Plan schon wieder geändert? Ja. Jetzt müssen wir wieder zu Nada und Polo gehen. War ja klar. Sie hält ja nicht länger als eine Minute aus. Dann können wir wieder fragen wegen einem schwarzen Loch. Dann fliegen wir wieder Richtung Schwarzes Loch natürlich. Wenn uns ja die Warp-Zellen ausgehen würden, dann könnten wir ja zum Atlas gehen. Der gibt uns ja schließlich immer zwei Stück. Dann hätten wir jedenfalls wieder 10 Warps, die man machen könnte. Vielleicht ist ja hier irgendwo schon ein heißer Planet und dann können wir ja schon hingehen. Wahrscheinlich brauchen wir sicher dann, oder der nächste Planet ist sicher das hier. Weil Uran kommt ja auch viel vor. Ich nehme nicht an, dass das ein heißer Planet ist. Ja, Metall überzogen. Gold und Kupfer. Wow. Also ich finde es richtig geil, dass man jetzt die Weltraumanomalie auch einfach rufen kann. Richtig gut. Okay, gehen wir wieder mal rein. Oh, mein Handy lädt nicht. Hä? Warum lädt's nicht? Lol. Warte. Manchmal die Bugs, die so passieren. Okay, einer hat irgendwas geschrieben. Ich weiß gar nicht, ist das eher eigentlich PC mit PlayStation verbunden? Weil wir können ja nicht schreiben. Vielleicht irgendwo schon, aber ich habe es noch nicht herausgefunden, keine Ahnung. Polo, was geht? Nein, nicht nach Atlas, nach Schwarzem Loch. Ja, ich muss das ja nicht nochmal durchlesen. Immer wieder und immer wieder. Und immer wieder. Okay. So, das war ein kleiner Ausflug hier in die Anomalie. Jetzt können wir weitergehen, endlich. So.
Vielleicht ist ja im nächsten Sonnensystem heißer Planet. Kann ja sein. Vor allem Leute, ich glaube, vor zwei Tagen wollte ich eigentlich einen Planet suchen mit reinem Spherit. Wir haben bis jetzt noch kein Planet gefunden, wo man schon von außen lesen konnte, dass reines Spherit ja als Riesenvorkommen vorkommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, langsam, dass reines Spherit einfach immer wie Spheritstaub erhältlich ist. Das ist so ätzend. Warum muss man reines Spherit sammeln? Ja, okay, man könnte eigentlich alles mit dieser Raffinerie umcraften, sozusagen. Okay, jetzt speichere ich nochmal. Man weiß ja nie, ob irgendwas abstürzt. Okay. Aber wir kommen näher. Wir sind jetzt nur noch 680.000 Lichtjahre entfernt. Aber wir waren schon 740, irgendwas so. Das ist jetzt... das schwarze Loch. Lol, wir müssen nur einmal warpen. Ja, okay. Es hat ein Planet mit zwei Monden, dann ein Planet mit einem Mond und noch ein Planet. Also drei... Oh Gott. Ja, okay. Wahrscheinlich wird es dort schon ein heißer Planet geben, wenn es so viele Planeten hat oder Himmelskörper. Dann muss ein schon zufälligerweise so generiert werden. Also hoffe ich jedenfalls. Ist jetzt wieder pixelbrei. Könnte gut möglich sein. Okay, wir sind wieder rausgekommen. Okay. Drei Planeten und drei Monde. Reizbar. Das ist die Konfliktstufe. Also wir müssen ja eh so oder so zum schwarzen Loch gehen. jetzt haben wir die 11. Signatur oder Sequenz. Wir kommen dann nochmal hier rein, bevor wir ins schwarze Loch gehen. Wir scannen als erstes und dann können wir schauen, ob wir überhaupt irgendwo hin wollen. Okay, ein Planet mit rotem Wasser. Unfruchtbar. Okay, es hätte Phosphor. Das könnten wir eigentlich gebrauchen. Okay, der Mond. Ja, aggressive Wächter. Es wäre ein grünlicher Mond. Der wäre gut gewesen. Okay, irgendwo jetzt ein Planet mit zwei Monden. Vielleicht ist das der ohne einen Mond. Reichhaltiger Planet. Wir gehen mal hier drauf. Weil reichhaltig würde mir jetzt nichts sagen. Okay, dort ist der andere Planet mit den beiden Monden. Windgepeitschter. Dort wäre Kaktusfleisch. Kyrit. Ja, okay. Also Phosphor hätten wir schon ausgesorgt. Sternknollen auch. Also es ist eigentlich ein richtig geiles System hier. Nein! Mann, warum... Vor allem, wo muss man drauf zielen, dass man scannen kann? Das ist so... komisch. Okay. Schaumiger Mond. Okay. Wir hätten den scannen können. Und dort wäre Pilzschimmel. Ey, man hätte eigentlich fast überall Zeug. Schaumiger Mond ist speziell. Reichhaltiger Planet. Er hat blaues Wasser.
Sternknollen, Kupfer, Paraffium und Salz. Also ich nehme an, es könnte fast wie eine Erde sein. Es hat nicht mal irgendwas mit Wächtern oder irgendwas in dieser Richtung. Also wir gehen mal drauf. Okay. Vielleicht hätten wir mal an Tageszeiten ankommen sollen. Also es sieht relativ blau aus, also es könnte auch die Landschaft blau sein. Ja, ich mache schnell einen Sprung. Okay. Ja, kommt doch. Okay, dann ist fertig mit Rauchen. Das ist ein schönes Schiff, mein Freund. Es wäre eine Schande, wenn ihm etwas zustoßen würde. Oh, da hast du mit dem Falschen angelegt, Gagfreund, Plünderungsleiter Ivnok. Auf Wiedersehen, mein Freund. Es war schön, dich gekannt zu haben, wenn auch nur kurz. Ja. Wir müssen einfach schauen, dass eins gegen eins ist. Hä? Haben wir Unterstützung? Richtig nice. Wir haben Unterstützung, Boys. Okay. Geil. Geil, wir haben wirklich Unterstützung. Richtig nice. Puh, was war denn das für ein Manöver? Wow, Frachter Allianz kommt auch noch. Au. 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 Geh kaputt. Wir haben richtig Schaden bekommen wegen dem Typen. Ah! Oh mein Gott! Natrium aufladen! Ich habe Schild völlig vergessen. Ja! Okay, das war knapp. Puh! Wie es aussieht, müssen wir noch ein bisschen springen. Hör, jetzt ist wieder ein. Wie kann das sein, dass jetzt wieder Nacht ist? Wahrscheinlich bin ich auf die falsche Seite gesprungen. Egal. Landen wir mal. Also, wie es aussieht, hat es nicht ganz so viel Landmasse. Wir müssen mal ein bisschen herumschauen, wo es viel Landmasse hat, damit wir auch eine große Region haben, die wir erkunden können, falls wir hier sesshaft bleiben. Also natürlich, wir haben unser Hauptplanet, bei dem wir ja schon eigentlich die ganze Zeit gebaut haben, aber vielleicht ist er völlig erdenähnlich. Schauen wir mal hier unten. Hallo? Manchmal bewegt das sich kaum. Boah, es hat völlig geleckt. Ich glaube, wir bauen hier eine Unterwasserbasis. Dass das so wenig Landmasse hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dort oben hat es viel mehr Landmasse. Von außen sieht der richtig strange aus.
fliege mal oben drüber. Ja, okay, dort sieht es nach Landmasse aus. Das hat völlig Stürme. Also von außen sieht es jedenfalls so aus. Ey, das wird komplett... Ah nein, es hat wirklich Land. Okay. Dann haben wir sogar Landmasse gefunden. Aber es hat einen riesen Ozean. Ja. Was ist das denn für ein Prank? Ich würde ja sagen, es sieht ja reichhaltig aus. Aber irgendwie die Farben, die sprechen einem gar nicht zu. Wir gehen wieder. Jetzt haben wir halt ein bisschen Tritium verschwendet. I know, I know. Okay. Jetzt müssen wir halt ein bisschen den Globus umkreisen. So. Jetzt müssen wir dorthin gehen, weil es dort Phosphor gibt. Irgendwie zeigt es nicht an. Vielleicht macht es ja automatisch. Ah, jetzt. Ja, genau. Phosphor ist dort erhältlich. Oh Gott. Warum haben die eigentlich uns angegriffen? Wir haben nicht mal irgendwas Wertvolles dabei. Vor allem der grünliche Mond ist völlig rot. Ja, es ist grün. Da kann ich es nicht mal aussprechen. Oh mein Gott. Ist ja wieder typisch. Okay, die Landschaft sieht aber auch special aus. Jetzt gerade Sonnenreben. Da können wir noch von diesem Solanium ein bisschen mitnehmen. Und dann holen wir uns noch dieses Phosphor. Wächter niedrigstufig. Ah, perfekt. Aber trotzdem, weil... Okay, wir haben Resolut. Okay. Weil wir... vielleicht mal hier zurückkommen müssen, wegen irgendwas holen zu müssen. Keine Ahnung. Machen wir hier eine Basis. Wir haben jetzt überall, wo eine andere Umgebung war und auch andere Sachen zu... Hä, was ist das denn dort hinten? Andere Sachen zum Aufheben waren, haben wir halt eine Basis beansprucht. Wir haben ja genügend chromatisches Metall, also an dem wird es nicht mehr liegen. So. Nice. Okay. Und was ist das jetzt? Ein Sturmkristall? Ah, aber ich glaube die... Okay, das sieht auch special aus. Ich glaube, die kann man dann erst aufheben, wenn sie aktiviert sind, wenn halt ein Sturm kommt. Stimmt, ist ja immer bei extremen Landschaften so. Ja, was ist das denn? Jetzt können wir das nicht mal aufladen, weil wir nicht... Oh mein Gott, wir müssen zurück ins Schiff. Schleunigst. Ich nehme noch so viel wie möglich mit. Was ist das denn gewesen? What? Egal. Das war ein Riesenbaum.
Oder Rebe, Sonnenrebe. Ah, ich muss zurück, es ist zu heiß. 98 Grad. Jo. Stellt euch nur das mal vor. 98. Oh mein Gott. Und hier haben wir eine Basis errichtet, beziehungsweise nur, ja. Okay. Ah! Nicht gut, dass wir eigentlich ja Phosphor abbauen wollen, aber gut für die Sturmkristalle. Okay, wo hat's Phosphor? Okay, komm, lass mich nicht hängen, Umgebung. Ja, okay, wir gehen dorthin. Sind jetzt die Teile aktiviert? Ah! Okay. Okay, wow. Ja, nette Umgebung, oder? Hat sie jetzt das Teil markiert? Ich glaube nicht, oder? Sonst hätten wir irgendwo einen Cursor. Was? Das Teil überlebt es! Ja, bestimmt. Ja, okay, wir haben auch schon Ananas-Teile gesehen, die überlebt haben. Bei richtig Minustemperaturen. Die hätte ich vorhin gar nicht bemerkt gehabt, weil es, ja, weil die Umgebung uns so schnell killen wollte. Okay, ich heb mal ab. Ah doch, ist markiert, geil. Okay, dann können wir schon mal hinfliegen. Das sieht ja sehr einladend aus, die Umgebung und alles. Okay, hier hat sogar einen Teil. Wir landen jetzt ohne Kack dorthin. Ja, okay, müssen wir, wenn schon, keinen Sprit verbrauchen, aber egal. Wir brauchen Hilfe. Okay. Ein Signal aus einer fernen Galaxie flackert aufreizend auf dem Monitor und erwartet eine Antwort. Doch was soll ich antworten? Ah, kommt wieder so ein Rätsel. Ich glaube die hier. Ja, mein Instinkt war gut und meine Bemühungen werden reichlich belohnt. Wow. Dankeschön. Ah, okay, das ist gut. Dafür ein Gag-Rang höher geworden. Jetzt sind wir Kollegen. Hat sich jetzt der Sturm mal aufgelöst? Tatsächlich. Aber wir können trotzdem immer noch nicht allzu lange hier draußen bleiben. Okay, schnell. So viel Phosphor abbauen wie möglich. Natürlich müssen wir hier noch. Willst du mich jetzt triggern, Spiel? Das war schon gestern so. Mann! Jedes Mal! Jedes Mal markiere ich irgendwas, dann laufe ich dorthin und dann ist es weg. Genial. Einfach genial. Ist auch Kobalt. Hier nirgends in der Nähe. Ah, dort ist Phosphor. Really? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch eine Verarschung. Ah nein. What the fuck? Dann hat es wahrscheinlich vorhin falsch markiert gehabt. Keine Ahnung. Au. Okay, wir machen jetzt einen Trick. Hallo? Abbauen. Ich wollte sagen, wir machen jetzt einen Trick und gehen hier rein und graben von innen alles aus. Ich glaube, das Metall würde richtig heiß machen.
Ja, es hat klappen. Also hat geklappt. Okay, wir machen eine kleine Behausung hier drin. Man sieht einfach so gar nichts. Okay, wir dürfen einfach oben das Dach nicht allzu fest kaputt machen. Was machen wir hier? Ah! Okay, es ist eigentlich gerade Nacht. Man könnte eigentlich richtig gute Höhlen bauen. Ja, okay, eigentlich für was? Man kann ja richtige Häuser bauen, also dann brauchst du es ja gar nicht. Aber so ein Geheimgang unter der Basis. Ja, vielleicht löst es sich ja mit der Zeit wieder, also auf, was man gemacht hat. Und es, oder füllt sich halt auf, wenn man einen Tunnel gemacht hat. Könnte ja auch gut möglich sein. Wir haben richtig viel abbauen können, ohne dass wir mehr Schaden genommen haben. Also ja, Schaden. Man sieht nur hier unten was, wenn ich den Laser anschalte. Wo ist eigentlich hier das Ende? Das hört irgendwie nicht auf. Ah, doch. Okay, dort. Okay, wie viel haben wir? 300, ja, okay, das reicht. Dann lassen wir hier einen Schweizer Käse übrig. Los, zurück und zu unserem Raumschiff. So. Run! Und wir können eigentlich durch das schwarze Loch durchgehen. Dann gehen wir schnell home sweet home. Und dann schauen wir weiter, was der Farmer will. Ganz einfach. Ich glaube, wir sind in einem Gag-Reich. Das klingt auch falsch. Also die Gag-Rasse ist ja hier. Die Alien-Rasse. Wir müssen mal in einem Viking-System. Das Observatorium hier auf diesem Planeten hat dort einen Teil markiert. Danke, nein, danke. Okay. Warte, wir können ja eigentlich den Frachter hier hin. Nö, können wir noch nicht. Wir sind wahrscheinlich noch nicht genügend draußen aus der Atmosphäre. Wahrscheinlich jetzt dann. So. Hoffentlich passiert nicht nochmal das gleiche wie beim ersten schwarzen Loch, dass wir direkt in einen Kampf reingeraten. Sonst haben wir einfach ein richtig schlechtes Raumschiff. Ja. Ist halt ein bisschen das Problem dann. So. Und die Reise von unserem Dreieckkopf geht weiter. Er hat schon viel erlebt, viel gesehen. Hat aber bis jetzt noch kein Wort gesagt, nur alles gedacht. Und gespeichert, vor allem das. Ah, scheiße, was? Egal, speichern ist gut. Zitat 2019. wo ist unser Raumschiff? Das sieht... Ja, okay. Von oben hat es besser ausgesehen. Wo ist es? Wahrscheinlich hier. Ah, hier ist Schmiede des Horizonts. Vor allem, der Name könnte ja noch sogar von mir stammen oder so. Hä? Ich habe nichts gedrückt und plötzlich war es so steil. Okay, ich nehme an, dort ist das schwarze Loch.
Ich nehme es jetzt mal an. Nö, ich glaube, das ist die Anomalie. Oder? Nein, ist doch. Mann! Es sieht einfach wie ein kleiner Punkt aus. Ja, was ja auch eigentlich völlig Sinn macht, weil das schwarze Loch übersieht man schnell. Stellt euch jetzt mal vor, das schwarze Loch wäre in einem Sonnensystem, wo der Hintergrund auch eine dunkle Farbe hätte. Man hätte keine Chance. Das schwarze Loch wäre nicht mal markiert. Oh mein Gott, ich hoffe, das passiert nie. Spirale rein! Wusch! Okay, warum nicht? Ja, ist gut. Ist ja gut. Okay, wir sind angekommen. Ah, ist ja klar. Hä? Wieder nur eine halbe Million? Okay. Was ist jetzt mit dem zu groß? Ist das wegen dem Frachter? Hä? Ah, die sind hier, hä? Leute, es wäre wieder so ein Kampfschiff. Wow, okay, das war ein bisschen zu schnell. Ups. Natürlich. Ja, okay, den bekommen wir nicht geschenkt, Leute. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Geld. Aber wir können denen trotzdem helfen. Wir müssen ja eh ein bisschen die Meilensteine raufbekommen. Es wäre richtig geile Farbe vor allem. Also grün-rot halt. Boah, wie viele. Das kann ja unser Frachter auch. Hat ja auch so viele Geschütze. Das ist eigentlich richtig nice. Okay, der ist down. Der ist wahrscheinlich auch nicht mehr lange erhältlich. Hä, sie treffen ihn, aber es macht keinen Schaden. Okay. Au. Okay, komm, flieg durch. So, der ist down. Max. Vor allem, wir müssen nie gegen den Frachter schießen. Das ist vor allem das Wichtigste. Ah, das ist der letzte. Okay. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich noch gerufen. Freund ist Freund. Zu Gag Crew ist groß. Die Lebensform, bei der es sich um den Kapitän des Frachters handeln muss, scheint sich. Ja, okay, das ist immer der gleiche Text. Wir können ja mal raufgehen. Dann können wir ja mal überprüfen, wie viel so variiert von dem Preis her. Weil wir wollen dann wieder so einkaufen. Aber wir müssen als erstes ja halt den Preis wissen. Natürlich ist dann die Chance uns entgangen, aber es passiert dann sicher wieder einmal. Okay. So. Man müsste einfach wieder alles bauen. Vielleicht ist es ja S-Klasse. Ja, nehme ich jetzt nicht an. Ey, yo. Was ist mit dir? Ja, wir verstehen dich nicht. Profit. Irgendwas mit.
Das kleine Wesen plappert aufgeregt und es springt von einem Fuß auf den anderen. Es gestikuliert wild über die Brücke und zeigt die Richtung. Ja, okay. Inspizieren. Kosten 30.000. Tut mir leid, Boy. Hä, warum kommt jetzt der Text, als wir ihn bekommen würden? Also es ist ein schlechter Frachter als unser. Wir haben ja eine B-Klasse. Ja, komm, eigentlich von der Farbe her ist er richtig gut. Also können wir uns nicht beklagen. Und B-Klasse. B. Aber C-Klasse kostet 30 Millionen. Dann nehme ich an B-Klasse das Doppelte. Und dann A-Klasse das Doppelte. Keine Ahnung. Ah, jetzt können wir eigentlich wieder mit dem... Ah nein, das ist ja nicht unser Frachter. Ups. Wir wurden wieder in einen Kampf reingeportet. Immer nach einem schwarzen Loch kann es passieren. Gut zu wissen. Okay. Ja, wir müssen schnell zur Raumstation gehen. Dann gehen wir zurück zu unserem Planeten. Das hier. Ja, man sieht schon von grün der Planet. Nein! Es wäre so gut gewesen. Warum hast du nicht blau-grün als Farbe? Irgendwann werden wir die perfekte Erde finden. Also hoffe ich jedenfalls. Wow. Okay, wenn das Spiel jetzt ultra realistisch gewesen wäre, wären wir jetzt tot. Da war ein bisschen zu viel Verkehr auf einmal. Oh mein Gott. Wie viel Geld haben wir nochmal? Ja, komm, für einen Platz können wir immer ein bisschen ausgeben, oder? Ja, komm, 80.000. Jetzt müssen wir aber langsam wirklich wieder vergrabene Technologie holen gehen. Ja, das geht schon irgendwie. Irgendwie geht's immer. Oh. Okay. Ich hoffe, wir haben das Phosphor nicht in unser Raumschiff gepackt. Wartet kurz. Wir befinden uns jetzt hier. Nehme ich an. Oder? Hat so viele Monde hier. Ah, hier war unsere letzte Station. Mit dem schwarzen Loch. Ja, okay, dann muss... Obuzina. Okay, Obuzina. Das müssen wir uns merken. Einfach nur für den Fall, dass wir nicht mehr zurückkommen werden. Das wäre ein bisschen traurig. Dann hätten wir unseren Progress so ein bisschen verloren. So. Sonst können wir ja nochmal ins Protokoll gehen. Notfallmäßig. Wahrscheinlich wird es noch passieren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... noch die Lampen bauen, damit wir diese Blumentroge oder Tröge, keine Ahnung, die irgendwie Strom zuliefern kann. Keine Ahnung. Wir testen es jetzt mal. Wir haben ja gestern auch noch ein paar Lampen gekauft für das. Wird schon schief gehen. Okay. Zehntausend Jahre später. Ah, ich wollte schon sagen, es ist Festgang. Oh, nice.
Vor allem unser Biom ist einfach so nice. Leichte Schauer, Wächter vereinzelt. Wir haben keine bis jetzt gesehen. Also wirklich, sie sind wirklich einzeln. Ah, wir können ja eigentlich auch noch das mit dem Basisteil. Also Basiscomputer. Genau, das hier. Dann müssen wir wieder dann was Neues bauen. Ja, komm, wir speichern mal, bevor noch irgendwas passiert. Okay. Ja. Ist gut. 74%. Ja, bald haben wir es geschafft. Ich arbeite schnell. Die untergehende Sonne legt sich über das Vorgebirge. Nicht gerade luxuriös, aber immerhin hält es die Kälte ab. Und morgen bin ich ohnehin nicht mehr hier. Vielleicht sucht ein anderer Reisender hier eines Tages Unterschlupf. Okay. Was hat's für Baupläne gegeben? Okay. Sauerstoffverarbeiter. Dieser autonome Atmosphärenextraktor kann eigenständig Sauerstoff aus der Luft sammeln und reinigen. Was? Jo, als ob. Der Benutzer muss für einen vorgesetzten Einsatz die Treibstoffvorräte im Auge behalten. Ah, dann muss man irgendwas drauf. Ja, okay. Das daraus resultierende Gas wird komprimiert und verarbeitet und kann in allen Standard-Lebenserhaltungssysteme eingesetzt werden. Okay. Dann müssen wir jetzt so einbauen. Okay, weggehen. Wir brauchen wieder so viel die Wasserchelet. Okay, das haben wir schon voll. Eigentlich wäre es nice, wenn wir. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, es könnte sogar noch hinhauen. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen Ferritstaub einsammeln. Ferritstaub einsammeln. Und da können wir weiterschauen. Wir können ja auch mal zu den Blumen gehen und mal nachschauen, ob das funktioniert hat. Nö, natürlich auch nicht. Gehen wir mal zu den Lampen. Okay. Hier einer hinbauen. Dann hier eine hinbauen. Okay. Und jetzt sehen wir ja schon, es leuchtet eigentlich gar nicht. Ah, jetzt sollte ich einfach noch ins richtige Menü rein. Ja, hier. Natürlich will jetzt die Mission, dass wir das Zeug machen. Okay. Den können wir hier hinpacken, damit wir nicht richtige Kabelsalat haben. Ist aber immer noch nicht am Laufen. Es hat sich null verändert. Oder muss man die überdachen, dass wie ein Gewächshaus entsteht? Könnte auch, könnte wirklich gut möglich sein. Könnte wirklich gut möglich sein. Okay. Bester Satz wieder. Aber das geht doch nicht. Ah, oh, das geht noch mehr nicht. Ja, okay, Kohlenstoff haben wir wahrscheinlich ein bisschen genügend.
Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir müssen sie wahrscheinlich wirklich überdachen. Muss ich sehr viel diese Kübel bauen. Oder Tröge. Oh man, Deutsch manchmal. So, spezialisiert. Dann hier, dann... Ah, wir brauchen hierfür auch natürlich Metallplatten. Wie immer. Wäre etwas Neues, wenn nicht so wäre. Okay, gehen wir ein bisschen Kohlenstoff einsammeln. So, böse Pflanzen, wo seid ihr? Oh nein, habe ich dich entdeckt? Oh, das tut mir aber leid. Oh, wie könnte ich dich übersehen, du Schönheit? Weg. Und weg mit dir. So, jetzt müssen wir verdammt viel Ferritstaub einsammeln und dann dieses Ferritstaub verwenden, um diese Sauerstoffkapseln zu bauen. Und wenn wir die gemacht haben, müssen wir nochmal Ferritstaub einsammeln, um Metallplatten dazu daraus verarbeiten zu können. Genial. That's the business here. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade auf Englisch wechsle, aber warum nicht? Warum nicht? Hat's gefährliche Pflanzen? Natürlich, wenn man sie sucht, hat sie nirgends. Ja, bestimmt. Ist ja immer so. Oh. Ich kann vor der Pflanze stehen, aber ich sehe sie trotzdem nicht, so dumm. Oh, dort hinten hat's noch. Instant. Ah, das sind auch die, die wir ja auch schon ein paar Mal aufgehoben haben. Wir können eigentlich immer die gleiche Runde laufen. Natürlich. Oh, jetzt müssen wir dann noch Sauerstoff verschwenden, ey. Why? Why are you doing this? So. Oh. Göttlich. Geben halt nicht so viel wie die Pflanzen selbst, aber eigentlich hätten wir jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich so solche Sauerstoffpflanzen pflücken können, wenn das alles funktioniert hätte. Aber ja, wenn man die Mechanik nicht versteht, so wie ich, dann ist man doomed. Okay. Dort hinten hat es noch Sauerstoff. Ja, ja. Deine Lebenserhaltungssysteme sind auch fast aufgebraucht. Immer unsere KI, wie sie so liebevoll mit uns redet. Wir haben dich. Ja, ja. Oh, den hätte man auch von weitem gesehen. Weg. Weg. So. Es dürfen nur Tiere leben. Voll gegen Pflanzen. Wir brauchen einfach den Sauerstoff. Es tut mir auch leid für die Pflanzen dann. Ja, jetzt haben wir wieder einiges an Sauerstoff verbraucht. Weil ja natürlich die Lebenserhaltungssysteme immer wieder runtergehen müssen. Next! Also, ja. Hä, wie? Was ist das für ein Prank? Wir waren hier doch. Das sind jetzt mal wirklich viele. Nice. Danke. Schade, gibt's nicht größere Haufen von denen. Vielleicht gibt es irgendwo, aber ich hab's noch nicht gesehen. Das muss wahrscheinlich auch ein Bug sein. Dass sowas passiert. Okay. Ich glaube, hier waren wir anfangs nur mit dem Roam am Durchfahren. Ja, ja. White Scope. Ist ein Sniper. So. Er geht auch weg. Oh. Oh, der war schlecht. Whee!
glaube, wir können jetzt wieder zurückgehen. Beziehungsweise. Ja, habe ich jetzt Kohlenstoff? Da war der Busch im Weg. So, mehr. Wir brauchen mehr. We need more. Ja, wir waren hier schon mal. Ich glaube, der Wissensstein ist aktiviert. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Wenn man die ganze Zeit Ferritstaub aufsammeln muss. Oh, die gehen relativ schnell. Oh, das waren die perfekten Steine. Ich glaube, wir wollten ja irgendwann. Stimmt, wir brauchen nur noch 3 Salzrefraktor. Plus 50% Ressourcen werden abgebaut. Yo, ich glaube, das brauchen wir wirklich. Oh! Den haben wir noch gar nicht gescannt. Wow. Hä, irgendwie bis jetzt haben wir doch alles gescannt gehabt. Oh, hier ist sogar noch Sauerstoff. Also. Als ob. Wenn man nicht geduldig ist. So wie in meinem Fall. Wir nehmen jetzt so viel wie möglich mit. Wahrscheinlich wäre sehr viel möglich. Wir müssen halt schauen, dass wir nicht ganz übertreiben. Aber wir nehmen viel mit. So. Wir nehmen einfach alles mit. Es darf kein Stein mehr überleben. Wenn die überhaupt leben. Ja, dich habe ich schon gesehen. Weg von hier, Mann. So. Mann, was laber ich wieder für einen Scheiß. Okay. Vor allem die Namen sind immer strange. Rosuan Zit. Weg. Kalinoid. Weg. F. Was? Bukgopus? Also ich habe die Namen nicht ausgewählt. Ich könnte sie noch umändern. Kalionoid. Ja. Das sind ein bisschen zu viele Kalionoid. Ja. So. Bitte. Versuche nachzudenken. Nein, okay. Ja, 759. So könnten wir auch wieder ein bisschen Geld machen. Sag ich jetzt mal. Ich packe das noch hier nach unten. Okay. Das brauchen wir für ein. Wartet kurz. Bevor ich das jetzt. Okay, wir müssen zurückgehen in die Region von unserer Basis. Hä? Ah, das ist Süßwurzel. Here we go again. Vielleicht sollten wir auch Jetpack ein bisschen verbessern. Haben wir ja eigentlich. Ein kleines bisschen, oder? Ja, ich will jetzt nicht nochmal ins Menü schauen. Jetzt sind wir am Fliegen. Ah, dort ist unsere Hütte. Ach so. Whee! Oh shit. Kein Fallschaden, okay. Okay. Wahrscheinlich können wir jetzt wieder bauen. Okay. Wir brauchen 5 von denen. Oh ja, okay, wieso nicht? Dann bauen wir halt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Okay, bitte Metallplatten reich aus. Wir müssen ja einfach nur 5 machen. Okay. Und wo wollen wir jetzt dieses Ding hinpacken? Au. Die Pflanze ist immer noch nicht weg.
Und nein, hier bauen wir dann noch mehrere Fahrzeuge hin. Schön unsichtbar, niemand sieht es. Wollen wir wetten, wir werden das auf 100 vergessen. Holy moly, warum kann man hier so weit nach unten fliegen? Wie kann man noch mal ja, vorne so. Ah, ich hätte letztes Mal die Ebene einfach so. Oh, ich bin so blöde. Okay, wir machen ein bisschen kleiner. Hä? Oh. Ich muss einfach nur einmal rüberziehen. Das war auch am Anfang, als ich noch nicht so gut mit dem Terrain-Manipulator umgehen konnte. Ich kann ihn ja nicht mal richtig aussprechen, wie ihr sehen könnt oder hören könnt. Okay, Sachen gibt's. Ha, dort ist sogar noch Kupfer übrig. Nein, schon wieder so ein. Ey, was ist los? Okay, zu. 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 Du wirst auch zugemacht. So. Easy going. Ein bisschen noch hügelig. I know, I know. Aber wenn dann hier irgendwas hingebaut wird, wird eh alles abgeflacht. So. Oh Mann. Okay, was kann man jetzt hier machen? Also 2% machen 4 Sauerstoffteile aus. Okay, so bekommt man jedenfalls mehr Sauerstoff. Also wäre gar nicht so scheiße. Okay, merken wir uns. Das werde ich wahrscheinlich eh vergessen. Jetzt müssen wir spezialisiert, dann hier, nein. Hier. Natürlich brauchen wir Metallplatten, wie immer. Wie immer. Es hört nie auf, Leute. Es wird nie aufhören. Wir machen gleich 8 Stück, damit wir dann wieder schön Ferritstaub aufsammeln gehen müssen. Ach, das wird nie aufhören. Puff. Ja, und dann machen wir noch alles mal zu. Irgendwann. Hä? Manchmal öffnet es ein komisches Menü, was ich nicht verstehe. Stimmt, wir brauchen wieder Glas. Und wir können nur 14 Stück. Haben wir so viel Kohlenstoff verbraucht? Ey, tatsächlich. Oh mein Gott. Egal. Jetzt das hier. Pflanze Sonnenreben an. Mini-Sonnenreben eher gesagt. Okay. Ja, wir machen gleich den ganzen Trog voll. Dann haben wir von allen irgendwie 4. War nicht möglich. So.
Ja, aber dann schauen wir heute wirklich, dass wir das überdachen können. Mache ich es nicht erst nächstes Mal, sondern dann machen wir es heute. Sonst bringt es ja nichts, wenn es hier steht und nicht wächst, weil ich glaube, das Wachsen wird dann auch wieder ein Prozess dauern. So. Du hast die Sonnenreben erfolgreich kultiviert, ja. Ich kann ihre Hitze, ihre glühende Pracht bis hierher spüren. Bestätigen 50 Solani. Wunderbar, genieße diesen Moment, mein Freund. Denn jetzt führe ich dich in eine gefährlichere Welt der botanischen Studien ein. Ja, es war so klar. Okay, es ist jetzt toxisch und dann kommt radioaktiv. Dann. Okay, und dann vielleicht noch eine Wasserpflanze. I don't know. Das müssen wir die anbauen. Pilzgeflecht werden in giftigen Umgebungen kultiviert, aber du hast schon bewiesen, dass du damit zurechtkommst, oder? Sei bei der Arbeit vorsichtig, mein Freund. Die Geflechte verursachen Krankheiten und Halluzinationen, wenn man nicht richtig mit ihnen umgeht. Ich würde dir abraten, zu lange in ihrer Nähe zu bleiben, okay? Kapitän Dostelus will, dass ich den Hydrokulturtrog nutze, um Pilzgeflechte anzupflanzen. Okay. Wunderbar. Während du die Pilzgeflechte vorbereitest, überprüfe ich unsere Entlüftungsanlagen. Manchmal kann Gutes in großen Mengen auch Schaden anrichten. Ja. Haben wir Silikatpulver dabei? Ja, dann können wir ein bisschen. Währenddem, dass wir. Es lädt ja nicht die ganze Zeit. Aber wir können ja schon ein bisschen vorproduzieren an Glas. Damit wir ja alles verglasen können. Ein Zeug können wir mit Sicherheit schon machen. Oh, alles magnetisiertes Ferrit. Langsam geht uns das magnetisierte Ferrit aus. Wir haben ja noch 6, 7, 8 und 9. Die würden wir ja dann ge genau so aufstellen. Ah, Mist, ist jetzt egal. Hier bei der Struktur machen wir hier. Hä? Ja, genau dort wollte ich's. Danke, Spiel. Bist immer so herzlich mit dabei. Also. Trigger mich nicht, bitte. Versuch nachzudenken. Ah, so geht's. Du willst mich doch jetzt gerade wirklich verarschen, Spiel. Danke. Hä? Egal, egal. Okay. Let's do it. Schnell alles abbauen gehen. Wir können ja dann schauen, wie viel diese Sauerstoffgenerator, sage ich jetzt mal. Phosphor können. Yo, nice. Eben, wie viel, dass diese 150 Kohlenstoff Sauerstoff generieren. Also wenn es rendiert, dann können wir mehrere von denen aufstellen. Dann haben wir mal genügend Sauerstoff, weil das ist auch höllisch nervig immer, ja, aufzusammeln, weil es halt nur in Pflanzenform gibt. Oder generell, ja, Sauerstoff wäre eigentlich ja generell überall. Aber hier nicht, in No Man's Sky. Jetzt sammeln wir aber wieder viel ein. So. Ja, wieder so 2000. Irgendwas in diesem Bereich. Die Schreie von den Tieren jedes Mal. Noch warten, bis es abkühlt. Oh, das Aiming gerade.
Oh mein Gott. Man kann eigentlich wirklich perfekt für Kohlenstoffe immer stehen bleiben. Und einfach Aiming trainieren. Ich hätte wirklich niemals gedacht, als wir hier drauf gelandet sind, dass wir auf diesem Planeten am meisten Zeit verbringen werden. Aber bis jetzt hatten wir so keine Probleme hier. Es ist halt einfach Kupfergebiet. Es wäre geil, wenn wir so ein Gebiet hätten mit Indium. Es wäre schon nice. Wir sind eigentlich noch nicht in so ein Sonnensystem reingeflogen. Oder geworbt. Wie man es nimmt. Sollten wir vielleicht auch nochmal anschauen gehen. Vielleicht werden wir ja per Zufall mit dem schwarzen Loch dorthin geportet. Könnte ja auch möglich sein. Okay, eigentlich jetzt kommt wieder genau die gleiche Situation, wie wir jetzt bei Solanium gemacht haben. Wir gehen jetzt wieder zurück, dort wo wir hergekommen sind. Also aus dem vorherigen Sonnensystem. Also nachdem, dass wir das Treibhaus gebaut haben, sozusagen, oder den Raum. Ich glaube, jetzt haben wir genügend. 1500 haben wir. Ja, dann baue ich noch ein bisschen ab. Jedenfalls eben, wenn wir das haben, dann können wir wieder zurückgehen. Solange das einfach die Pflanzen mal wachsen würden. Ist ein bisschen schade. Dass das irgendwie nicht von alleine funktioniert. Wahrscheinlich wirklich das Klima. Ich könnte mir nur denken, dass wenn möglich Sternenknollen hier wachsen würden. Die anderen Sachen sind ja mehrheitlich von einem anderen Ortschaft. Außer das Faesium, das konnte man ja auch von hier erholen. Wegen dem schon strange. Wir müssen ja nicht genau 2000 haben, aber ich fülle es jetzt noch ein bisschen auf. Ich schieße einfach in den Wald rein. Oh. Ja, natürlich, das passiert ja auch. Ne? So. Schon wieder einer weg. Hä? Ja, ein bisschen abkühlen lassen. Wow. Ja, komm. Ja, das ist perfekt, perfekt aufgehört. Wir gehen zurück. Immer schön weitergehen. Wie es einfach hier so schwebt. Also wir können den Raum dann auch noch erweitern, aber solange das noch so klein gehalten wird und der noch nicht aufgefüllt ist, können wir ja hier noch die zwei Plätze machen und dann ja weiterschauen. Okay, aber bevor wir jetzt hier weitermachen oder aufbauen, müssen wir das hier zu uns reinpacken und dann den Startvorgang wieder machen. So. Okay. Man darf nicht nach dem Blauen gehen, man muss nach dem Grün gehen. Was ja auch eigentlich Sinn macht. Okay, wir können noch einen bauen. So. Jetzt müssen wir immer hin und her laufen. Das gibt es halt. Oh, das Silikatpulver geht aus.
Irgendwo haben wir es reingepackt. Nö. Ja. Ja, komm jetzt. Mach doch nicht immer die Probleme hier. Oh, really? Ich will's ja raus. Alter. Bedenklich. Einfach nur bedenklich. Ja, geil. Jetzt können wir einfach... Ja. Einfach nur bedenklich. Für was gibt es solche Lagersysteme, wenn sie nicht funktionieren? Oder die Sachen behalten? Inventar voll? Nein, man sieht es ja sogar. Dumm. Einfach dumm. Ich hoffe, die Kabel gehen trotzdem hier durch. Okay. Na, really? Das ist wie bei Minecraft, wenn man Glas verbaut. So. Okay, wir können wahrscheinlich nur noch ein paar Stück bauen. Das geht dann. Ey, das hat so absolut dumme Bugs. Absolut bedenklich. So. Wir haben noch 10 verborgene Daten. Die könnten wir eigentlich noch verkaufen, weil wir ja eigentlich noch Geld brauchen. So. Das hier hin. Dann nehmen wir das nochmal zu uns. Und dann fangen wir nochmal den Prozess hier an. Die Probleme. Okay. Spiel, lass mich nicht hängen. Okay. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Gut, es hat ein bisschen wieder rumgebackt. Okay, jetzt müssen wir noch einmal so rüber gehen. Vielleicht müssen wir sogar nochmal... Ah nein, wir können noch 70... Ja, es könnte knapp werden mit dem Kohlenstoff. Aber mit... Ja, okay, mit dem könnte es auch knapp werden. Ja, zwar. Ja. Ich habe den Prozess nicht angemacht. Ups. Hoffen wir, es geht auf. Sonst machen wir halt ein paar Wände. Einfach Holz. Ja, das geht. Würde ich jetzt sagen. Wir müssen ja nur noch... Ja, 5. Perfekt. Dann beim nächsten Vorgang brauchen wir es nicht mehr. So. Und das hier rein. Das hier auch hier rein. Perfekt. Außer ich verkacke jetzt wieder was. Kann ja auch passieren. Und dann haben wir jetzt schön noch eine Überdachung. Und wenn jetzt die Pflanzen nicht wachsen, dann habe ich keine Ahnung, Leute. Es hängt wirklich immer von der Perspektive ab bei den Bodenplatten. Also in welcher Winkel, dass sie dann versetzt sind. Man muss eigentlich immer nur in die gleiche Richtung schauen, dann verändert sich nichts. Ah, ich dachte schon, vor uns ist diese Platte errichtet worden. Okay.
Was ist jetzt euer Problem? Okay, wir müssen schnell. Pflanzen können im Freien angepflanzt werden, wenn das Wetter dem ihres natürlichen Habitats gleicht. Alternativ kannst du einen Hydrokulturtrog bauen, um die Pflanzen zu versorgen. Groß angelegte Farmen können von den verringerten Wartungsanforderungen durch große Hydrokulturtröge profitieren. Pflanzen können geerntet werden, sobald sie blühen. Einige Pflanzen erfordern Gefahrengut Handschuh. Hä? Was ist das denn? Oder muss man Schalter kaufen und die dann hier draufpacken und. Hä? Ah! Okay, jetzt steht's. Wachstumszeit. Okay, jetzt funktioniert es anscheinend. Okay. So. Dann müssen die einfach im perfekten Wetter liegen. Das war das Problem die ganze Zeit. Gut. Ja, wir haben jetzt ein Gewächshaus. Vielleicht sollten wir dann mal Scheiben drüber machen. Aber solange das wächst, ist alles okay. Ja, gut, jetzt haben wir das schon mal hinbekommen. Gut, jetzt laden wir alles hier. Ich habe eine ganz gute Idee. Jetzt haben wir ja hier das Kaktusfleisch. Wir packen das alles in den Roamer. Hallo? Roma hat so viele Plätze frei. Ja. Falls wir irgendwas suchen, ist es im Roma. Tritium behalten wir. Roma. Dort haben wir einfach alle Erze drin. Pyrit. Und solches Zeug. Und Sturmkristalle. Jetzt war die. Ah, Paul hat mal gesagt, wir brauchen die noch für Sachen zu craften. Also behalten wir die noch. Oh, die Solarpanels sind jetzt gerade eingefahren. Sauerstoff, Natrium und so können wir alles behalten. Genau. Jetzt können wir mal den. Hä? Ich dachte, der Roma ist wahrscheinlich, weil wir den nicht aktiviert haben. Als primäres Exofahrzeug, okay. Gut, hier ist jetzt alles drin. Perfekt. Jetzt, wir müssen Pilzgeflecht abbauen. Aber wir schauen noch schnell im Handelsdepot. Ob wir irgendwas kaufen können, ja, im Bereich Salzrefraktor. Das wäre sehr günstig. Und irgendwann sollten wir eigentlich auch, ich glaube, Leute, gehen wir als erstes noch zum Planeten mit dem magnetisierten Ferrit. Die Frage ist, wo ist dieser Planet?
Ja, okay, wir finden wahrscheinlich eh wieder so einen Planet. Ja, wir können also das Zeug verkaufen. So. Bitte Salzrefaktor. Bitte. Das wäre so easy. Nein, es hat immer noch Natriumdiode. Okay. Dann halt. Wir können ja auch hier einfach. Nein. Egal. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Also, wenn wir nicht einen speziellen Namen bei dieser Basis gemacht haben, beim magnetisierten Ferrit, dann habe ich keine Ahnung. Dann wüsste ich nicht, wohin, dass wir genau gehen sollten. Sonst gehen wir einfach wieder back to the route. Dort, wo wir vorhin schon waren. Und dann gehen wir von dort aus. So, ich speichere noch. Wir haben jetzt wieder richtig viel Geld bekommen. Einfach wieder fast eine Million haben wir. Okay. Das habe ich noch gesehen. Sonst geht die Ladung dann wieder weg. Das wollen wir nicht. Okay. Okay, hoffen wir, dass es einen speziellen Namen hat. Also Hugbow Latla, das ist unser jetziges. Ja, okay, das steht ja auch aktuelles System. Sokotgr, keine Ahnung. Also Obuzina waren wir letztes Mal. Dublischer Metal World. Ja, Metal World ist das mit dem reinen Ferrit. Moskau-Basis könnte es noch. Es könnte wirklich Moskau-Basis sein. Ich hoffe es einfach. Gehen wir Moskau-Basis. Weil es hat ja gar kein anderes gehabt und das ist eher das letzte. Das war ja auch unsere zweite Basis. Also, ich hoffe jetzt mal, dass es richtig war. Hier können wir uns auch Moskau merken. Spezieller Name habe ich. Wir haben ihn ja nicht mal selber gewählt. War einfach random generated. Also es war ein grauer Planet jedenfalls. Oder Mond, keine Ahnung. Mit Cadmium, magnetisiertem Ferrit und Gold, glaube ich noch. Also wenn es der Planet ist. Stimmt. Ja, wir sind am richtigen Ort. Wie es hier aussieht. Okay. Wir sind nur hier für ein Ziel. Warte, das sieht aber verdächtig irgendwie nach schon abgebaut aus. Okay. Hier. Gold. Dort. Cadmium. Dort. Gold. Hier. Schwimmender Kristall. Okay. Alright. Es könnte wirklich sein, dass der noch nicht abgebaut wurde. Wir werden es herausfinden. Oh, dieser Planet ist so strange. Auch die Bewohner hier. Also wenn man es Bewohner nennen kann. Es waren einfach so Lichtkrater, die aus dem Boden rauskamen und man kann nicht sagen, sie sind umhergelaufen, weil es kann nicht sein, weil wenn sie aus dem Boden einfach rausploppen. Sie haben jedenfalls mit dieser Animation eine Linie gemacht, also sind einfach eine Spur gefolgt. Richtig strange. Es hat tatsächlich hier, aber nicht viel. Hä? Leute, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass das ein Prank ist. Freund oder Prank? Ah, ist Freund. Ja. Aber irgendwie bekommen wir trotzdem mehrheitlich Silikatpulver. Weil es ist ein bisschen gemischt. Konnte sich nicht richtig entscheiden, ob es magnetisiertes Ferrit sein sollte oder Silikatpulver.
Ja, okay, dann können wir ja noch ein bisschen Glas zusammensammeln. Ja, Glas ist gut. Fuck. Das ist dann das Geile, wenn man magnetisierte Sphäre da baut. Man kann es genau gerade gebrauchen zum Aufladen. So. Leute, immer den kleinen Cursor benutzen, dann bekommt ihr am meisten raus. Das zeigt aber auch nicht an, wenn wir draufhalten. Das magnetisierte Sphäre ist. Ja, egal, solange das wir bekommen, ist mir das eigentlich egal. Mal schön weg. Es glänzt immer wieder was auf. Ey, wie viel ist das? Es hört nicht auf. Ist eigentlich auch gut, dann müssen wir nicht noch mehr Vorkommen suchen gehen. Also so sieht eigentlich die Erzvorkommen eigentlich am authentischsten aus. Weil so ist es ja auch in Real Life. Da ist ja nicht ein riesen Haufen an Gold auf einem Fleck. Man findet ja Gold ja auch komplett verstreut in der Gegend herum. Oder Golderz irgendwo tief. Genauso wie Diamanten. Ja, zwar hier kommen ja keine Diamanten vor. Ich glaube, Eisen würde eher schon so vorkommen wie hier. Magnetisiertes Ferrit. Ich glaube, Ferrit ist ja auch Eisen. Und es sollte Eisen hier darstellen. Oder Stahl, keine Ahnung. Da müsste ich mich jetzt ein bisschen mehr auskennen bei Chemie. Wegen dem, da müsst ihr jemand anderes fragen. Und das Fach, das erinnert mich wieder an Zeug, oh Gott. So, auf zum nächsten Ziel. Vielleicht ist es ja ein bisschen unlogischer als der vorherige. Vielleicht hat es... Ja, es ist unlogisch. Wir bekommen so viel magnetisiertes Ferrit jetzt durch das. Wir haben schon jetzt 400. Ja, easy going. Oh, ich finde diesen Ort einfach wunderbar. Ebenso würde es dann eher weniger aussehen. Vielleicht hat es ja mal und es waren vor uns ja auch solche Reisenden da mit dem Laser und haben alles abgebaut. Vor allem ja genauso. Ja, schön abbauen. Das ist das Minenleben. Abmeidenleben. Jetzt bekommen wir eindeutig mehr. Könnte sich jetzt schon einiges vervielfältigen oder vervielfachen. Oh. Oh, wie schade. Wir haben ja nur noch 679. Ich glaube, es wird langsam Nacht hier. Vor allem, wie dieser Planet heißt. Drustin Primus. Alright, alright. Ich habe mir nicht den Namen ausgedacht. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Planet irgendwie umbenannt. Oder keine Pflanzensorte oder geschweige Tier, Stein, sonst was. Man kann ja alles umbenennen, so wie man es halt am liebsten hat. Man würde sogar Nanit bekommen. Ja, aber ich brauche irgendwie nicht so viel Nanit. Nur für spezielle Bauteile. Oder Baurezepte. Ja, das war schon ein größeres Vorkommen. Das andere war wahrscheinlich schon mal abgebaut worden von mir.
Und ist dann wie neu generiert worden, aber noch mit Landmasse dazwischen. I don't know. So. Und jetzt? Ja, okay, 1000 haben wir. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter erkundschaften. Dort ist Gold. Dort ist Cadmium. Dort haben wir ja schon vorhin hingeschaut. Gold, Cadmium. Ja, vielleicht hat es ja in dieser Richtung wieder was Neues. Süßwurzel? Nein, danke. Magnetisiertes Ferrit! Wo bist du? Nein, nicht Cadmium. Whee! Hä? Ah, das ist so ein Lichtbruch. Das haben wir ja letztes Mal schon aufgehoben. Ja, komm. Vielleicht hat sie ja eine andere Farbe. Oder ist sie ja noch grün? Es hat tatsächlich eine andere Farbe. Ja, gegönnt. Als ob hat sie jetzt hier nirgends magnetisiertes Ferrit. Das war die Stelle, doch, wo wir schon waren, oder? Oh nein. Jetzt haben wir wieder solche Probleme. Warum? Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der war. Nö, das sieht nach weiter weg aus, als wir schon überhaupt hier gelaufen sind. Ich glaube, wir waren auch am Anfang von dem erstmaligen Besuch, waren wir an einem anderen Ort. Und als wir dann... Sieht gar nicht creepy aus. Als wir dann einen Platz gesucht haben, wurden wir halt ein bisschen... verleitet, irgendwo tiefer gelegenes einen Platz zu suchen, weil wir waren ja völlig im Gebirge drin. Okay, ich lade also erst das noch auf und dann Lebenserhaltung vielleicht auch noch. Okay, dort hinten ist wieder ein Lichtbruch. Ja, man sieht es richtig gut, welche das man mitnehmen kann. Jetzt geht dann unser Inventar richtig. Also wird richtig überfüllt. So. Wow, hier hat es auch noch richtig viel Natrium. Oder ist das Natrium? Ja, es hat wieder so ein Vorkommen. Okay, here we go again. Einfach schön alles abgrinden, abfarmen. So. Das sieht aber nach einem etwas kleineres Vorkommen aus. Vielleicht geht es noch völlig in die Tiefe. Könnte auch möglich sein. Ah, ey, gestern ist ja über Nacht das WoW Classic rausgekommen. Und ich wollte ja... Ah, hallo Paul, hallo. Und ich hab's so bei Ungespielt angeschaut. Und er hat irgendwie gestartet. Und irgendwie, dann habe ich aufgehört bei seinem Stream zu schauen, weil wir halt noch warten mussten und alles. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder reingeschaut. Und dann hat er irgendwie gesagt, dass von diesen 13 Stunden, wo er gestreamt hat, konnte er irgendwie 4 Stunden spielen. Und da dachte ich mir, what? Also wirklich? Also das ist übertrieben mit der Wartezeit. Hab jetzt PS Plus für einen Monat, weil ich nur noch einen Monat da bin. Oh, warum nur einen Monat noch da?
Ja, Paul ist schon beigetreten. Ja, jetzt kann man gut zusammenspielen. Ich habe auch alles zu Hause erledigt. Also ich meine mit dem Landwirtschaftsteil. Und jetzt gehen wir eigentlich nach diesem Planet. Gehen wir wieder auf Exkursion. Also gehen wir zu den schwarzen Löchern und so. Und ich muss Pilzgeflecht noch aufsammeln gehen, wegen dem vielleicht noch auf einem Planet. Ich arbeite dann 3 Monaten in München. Ah, ja, okay. Ja, aber das geht dann schnell wieder vorbei. Ja. Ja, dann macht es auch Sinn, dass nicht gerade irgendwie... Ah, du bist noch gar nicht... Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du wärst genau bei gleichem Planet wie ich. Ja, eben, verstehe ich auch, warum nur 1 Monat. Ich habe mir gleich halt 12 Monate gekauft, damit ich abgesichert bin. Da ist er gelandet. Ey, yo! Es sieht wie ein Gag aus. Ich habe noch ein bisschen abgebaut hier. Wir können eigentlich wieder zurück. Warte kurz. 1400. Ja, okay. Wir können mit dem... das reicht jedenfalls aus. Wir müssen dort durch. Ja. Also bei meinem Raumschiff wäre dann gleich ein Teleporter. Also Paul, könntest du ja gleich dorthin fliegen. Hä? Ah, das ist meine Markierung. So. Eben, eigentlich noch wegen WoW Classic. Ich hätte es nicht gedacht, dass so viele Menschen das gleichzeitig spielen wollen. Und vor allem das, also, ja, okay, das wäre ja eher vom Überlegen möglich gewesen. Oder hätte man sich eher denken können, als dass die Server oder die, dass es komplett überlastet sind, auch mit eben den Wartenschlangen. Das ist richtig übertrieben. Vor allem irgendwie, als ich vor dem Stream noch reingeschaut habe, war er irgendwie 17.000. Platz bei der Warteschleife oder bei der Warteschlange. Und ich dachte mir, yo, Alter, das ist ja richtig übertrieben. Aber ja, ist halt so. Das ist halt immer so mit den Spielen, die höllisch gefragt sind. Es war ja auch bei Pokémon Go damals so, als es rausgekommen ist, war es auch höllisch überlastet. Wegen dem. Ja. Aber ich glaube, das wird dann in den nächsten Tagen sicher abnehmen. Also, dass man besser zugreifen kann. Vielleicht rüsten sie ja die Netzwerke ein bisschen auf, die Server. Ey, wir sind richtig weit gelaufen. Ah, ich liebe das Chatpack. Paul will hier alles entdecken. Man sieht jetzt immer den Textbalken links unten. So. Jetzt können wir eigentlich, wir haben ja nichts unbedingt im Menü, was wir nicht mitnehmen müssen. Ja, okay, Hexerbeeren, aber die können wir auch einfressen. Das würde ja die Lebenserhaltungssysteme sogar aufwerten. Ja, wir haben die Lichtbrüche hier. Ja, die können wir auch mitnehmen, das ist ja kein Problem. So. Dann... Ja, ich sortiere das noch alles schnell ein. Lichtbruch können wir hier hinpacken. Das sind alles baubare Objekte. Gut. Also wir müssen jetzt nach Bruxigan, irgendwas so in diesem Bereich. I don't know. Ich weiß den Namen nicht auswendig. Ah, ist noch da unten. Ja, ich glaube, du kannst ja eh hinterher springen. So.
Ich dachte schon. Man hört wieder meinen Hund kratzen. Ah, Obuzina, so heißt die Station, oh Gott. Here we go! Jetzt dauert es wieder lange. Dann drehe ich mir schnell eine Zigarette. Aber ich habe jetzt auch, weil wir gestern wieder mal über WoW oder Diablo geredet haben und weil halt WoW Classic gestern so wieder im Gespräch war, habe ich wieder richtig Bock bekommen, eigentlich Diablo 3 zu spielen. Also wir können dann das irgendwann so zwischen den Pokémon spielen, können wir dann ja das reinquetschen. Irgend längerer Stream machen, irgendwas so in diesem Bereich. Weil Diablo 3 könnte man easy going in einem Run durchspielen. Also einem Stream. Habe ich auch schon mehrfach mit Kollegen gemacht an einem Tag, an einem Abend oder so. Also das wäre easy going. Ich weiß nicht, ob ich dann allzu lange am Stück mache oder dann ab und zu eine Pause mache, halt mit dem Hund rausgehe oder halt irgendetwas esse, trinke, keine Ahnung, irgendwas so in diesem Bereich. Oder aufs Klo. Ja, okay, das ist eh verständlich. Vielleicht kann es auch sein, dass ich dann von diesem längeren Stream halt gegen Ende von dem Stream halt ein bisschen weniger rede. Ich weiß ja auch noch nicht. Also ich habe ja schon ein paar Mal irgendwie 8, 9 Stunden gestreamt. Das war ja Spider-Man. Oder bei Spider-Man. Und dort habe ich am Schluss irgendwie auch gar nicht mehr richtig mögen, was sagen. Andere Streamer können ja richtig lange reden. Da muss ich mich noch daran gewöhnen. Um einiges. Paul ist die Gruppe verlassen. Nein! Paul! Ja, er ist schon wieder hier. Okay, vielleicht gibt es hier Salzrefraktors. Das wäre richtig nice. Okay, sorry Leute. Bin gleich fertig. Ich hoffe, es passiert nicht wieder das gleiche wie gestern. So. Ja, ich glaube, Paul ist nicht mitgekommen, oder? Sonst hätten wir ihn wahrscheinlich schon längstens gesehen. Vielleicht kann er hinterher joinen, oder? Nee, ich kann zu dem, wo du bist, nicht reisen. Ah. Wird mir am Tor nicht angezeigt. Ah, dann versuch vielleicht irgendwie rauszugehen. Also aus dem Spiel. Und vielleicht dann nachzujoinen. Vielleicht geht es dann so. Das ist jetzt wirklich blöd. Ich dachte, wenn schon in der gleichen Lobby sind, dass das gleiche Tor annimmt. Weil wir müssen ja von hier aus weitergehen. Ja, ich versuch's ja. Ah, fuck. Hä, aber ich hatte das auch mal mit einem Kollegen. Flieg du mal wohin? Okay. Ist wieder typisch, dass meine Zigarette ausgeht. Okay. Ich glaube, wir haben hier letztes Mal doch schon. Ah, ja, wir waren hier. Dann. Ich gehe in die Lobby. Ich glaube, so geht das. Wahrscheinlich könnte es so klappen, dass wir dann aus der Lobby rausfliegen. Okay.
Gut, ich hoffe, das klappt, Paul. Weil es wäre ja sonst richtig bedenklich. Kann man ja irgendwie seine Reise nicht zusammen beschreiten. Also wir suchen jetzt wieder Koordinaten für ein schwarzes Loch. Dann gehen wir wieder dort durch. Machen halt wieder dasselbe wie vorher. Und suchen uns halt ein Pilzgeflecht. Polo, was geht? Okay. Nein, nicht nach Atlas. Wir haben ja immer noch Warpzellen. Natürlich, doch zögere nicht wieder irgendwas. Ich muss dich nicht einladen, oder? Du hast ja vorhin auch schon hinterher kommen können. Atmosphärischer Multiplayer. Darf man? Ja, eben, jeder. Oh. Nur Freunde. Man weiß ja nie. Ja, okay, nein, jeder geht ja nur von der Lobby aus. Kann man bei Spielen Schaden verursachen? Niemand. Kann Basisteile hinzufügen. Gruppe und Freunde. Kann Basisteile entfernen. Ja, Gruppe und Freunde. Kann Schiffsmarkierung sehen. Ja. Ja. Ja, komm. Irgendwie hat Paul noch nicht hinterher joinen können. Sonst gehe ich wieder aus, die Anomalie, wenn es hier nicht geht. Weil vorhin hat es ja links unten immer gestanden, ist beigetreten, ist wieder rausgegangen, ist beigetreten. Und jetzt kommt es ja gar nicht mehr. Okay, schauen wir mal, ob es draußen wieder funktioniert. Müssen wir ja eh unseren Frachter wieder rufen. So. Ja. Und auch das Flugzeug müssen wir wechseln. So. Schnell das Flugzeug wechseln. Außer wir haben hier irgendwas, was wir brauchen. Ah nein, das ist der Frachter. Ja, warum haben wir hier die Tritium-Hypercluster bekommen? Warum nicht? Dann packen wir das hier hin. So. Paul ist beigetreten. Perfekt. Schade, kann man nicht beim Frachter selber ein Dings machen, ein Portal. Das wäre übelst nice. Oder eigentlich zum Standort muss man ja schon irgendwie gelangen können. Ich habe das jedenfalls auch mal mit einem Kollegen hinbekommen. Oder muss man das mit den Portalen lösen? Es könnte wirklich sein, dass man es mit den Portalen lösen muss. Und als erst ein Portal aufsuchen muss, dass der Typ zu einem kommen kann. Aber, hä? Du bist ja auch zu meinem anderen Planeten gekommen. Das ist strange. Paul war ja auch bei unserem magnetisierten Planet. Ah, wir mussten eigentlich gar nicht rausfliegen. Wir warpen ja mit dem Frachter. Hä? Wie hast du das am Anfang gemacht, Paul? Vor allem ist komisch, dass man hinterher joinen kann, aber wenn der andere dann durchs Portal geht, ist man wieder... Ah, ich dachte, das wäre jetzt gerade Paul. Einfach beigetreten.
Okay. Dann muss es wahrscheinlich nur gehen, wenn man auf einem Planeten ist. Das könnte möglich sein, weil ich war ja dort gerade am Abbauen und dort ging es ja. Und im Nexus kann man nur an den Tische Multiplayer-Missionen per Einladung machen. Ah, okay. Wow! Ah, du bist. Ah, nein, das ist irgendein anderer Typ. Ist jetzt jemand anderes noch reingekommen? Papa Pinglis. Oder wie hieß der? Hä? Was war das? Ich bin gerade bei dir. Okay. Hä? Papa Pinglis? Wer ist denn das? Sehe nur noch nicht deinen Frachter. Also, siehst du meinen Frachter nicht? Warte, dann spawne ich den nochmal neu. Okay. Wahrscheinlich fliegt. Ah, du fliegst wahrscheinlich hier die ganze Zeit durch. Ich bin in einer anderen Dimension gefangen als Paul. Und der fliegt einfach hier durch. Siehst du mich jetzt? Ich sehe keinen Punkt. Ah, doch, einen kleinen Punkt. Dort hinten. Bist du Papa Pringles? Oder heißt dein Raumschiff so? Ey! Okay, dann ist er hier. Warte, dann schicke ich nochmal meinen Frachter hier irgendwo in der Nähe. Oder ist das jemand anderes? Siehst du jetzt meinen Frachter? Mein Raumschiff wohl. Ich hoffe, du siehst den Frachter jetzt. Ich glaube, er hat ihn gefunden. Also Paul, du kannst eigentlich hier unten bleiben und scannen gehen. Da musst du nicht extra raufkommen. Und falls du einen Planet mit Pilzschimmel findest und ein grünlicher Planet mit blauem Wasser und grüner Fläche, Landmasse, dann komme ich instant raus. Und falls du speichern willst. Ja, Inventar ist voll. Falls du speichern willst, kannst du auch hier raufkommen. Ich sah die Benachrichtigung, wo du ihn gerufen hast, aber sehe den Frachter nicht. Hä? Bist du nicht reingeflogen? Bei mir warst du drin. Ich dachte, du würdest landen und die Animation würde so strange aussehen. Nein! Buggy, Moment. Die Probleme. Okay, er ist raus. Wir gehen raus. Oh nein! Nein! Ist wieder geschlossen worden. So, vielleicht sieht er es jetzt. Aber da. Der Name von deinem Raumschiff hat mich voll verwirrt. Sehe noch keinen Punkt. Dann stammt mein Frachter aus einer anderen Dimension. Ja, Paul. Sonst reiße ich mal einen Schritt weiter, sonst warte ich hier noch die ganze Zeit. Du kannst ja sicher beitreten die ganze Zeit, dann kann ich auch springen.
Wir haben ja jetzt die Koordinaten zusammengesucht. Okay, wir sind 682.000 Lichtjahre. Yo, reise weiter. Okay. Okay. Yo. Ey, was ist denn das für ein Riesensprung? Shit. Und ein... nein, zwei Planeten. Okay, okay. Habe ich jetzt hier in dieser Pause, also ich nenne es jetzt mal Pause, schnell eine rauchen können. Na, ist auch gut. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so buggy. Zwei Planeten hat. Ey, wenn man das schon von hier aus sehen würde. Und du kannst mich auch im Nexus selber einladen, an dem Tisch gleich, an der Landestation, und da eine Mission zusammen einladen. Ja. Ja, Nexus-Aufgaben sind ja... Kann man nicht mit dem Frachter auch zusammen Aufträge machen? Ich weiß, wen... Also eher solltest du mir eine Einladung schicken. Dann kann ich die abrufen gehen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche von meiner Freundesliste überhaupt zeigen darf. Sonst, ja. Vielleicht werden sie noch angeschrieben. Irgendwann. Das, ja. Würde ich ungern dann noch erklären müssen. Okay. Okay, jetzt. Wow. Das könnte ja ein perfekter Planet. Skelettartig. Wahrscheinlich kommst du viel auf den gleichen Planeten an, wenn ich drauf gehe. Ah, dort ist der andere. Also den Skelettartigen, den will ich gerne anschauen. Okay, verbrannter Planet. Und dann können wir nochmal in den Frachter gehen. Und dann das Raumschiff wieder auswechseln. Ey, wenn wir immer nur einen Sprung machen müssen zu einem schwarzen Loch, dann ist das relativ easy. Dann würden wir in kürzester Zeit weit kommen. Also im Vergleich, wenn man alles warpen würde, würde man weit kommen. Weil wir können 52 oder 100, mit dem Frachter können wir 136. Das ist wirklich skelettartig. Können wir 136 Lichtjahre reißen. Und wir haben ja beim letzten schwarzen Loch eine halbe Million zurückgelegt. Okay. Also viel zum Entdecken gibt es hier nicht. Ist angenehm, wenn schon. Ah, ich glaube, er ist jetzt endlich hier. Ja, man sieht ihn endlich. Aber auch richtig. Ah, nicht dieser Planet. Er ist ein anderer Planet. Okay. Ja, der Skelettartige, der ist... Ist nicht gerade besonders... Anhalten! Gerade seitwärts durchgeflogen. Ich gehe schnell zum Frachter. Warte, ich spawne ihn schnell hier. Vielleicht siehst du ihn. Und dann können wir ja durch den Frachter, vor allem durch das schwarze Loch gehen. Das wollte ich sagen. Ich kann ihn nicht spawnen. So. Jetzt sollte er hier kommen. Siehst du ihn, Paul? So. Wow, besser Landeanflug. Ja, sehen. Ah, gut, endlich. Ja, okay, da war das Problem bei diesem System. Oh, so nervig. Du musst jetzt aber nicht unbedingt reinkommen. Ich muss ja nur wechseln. Und dann müssen wir ja beide durch das schwarze Loch durch. Außer du hast natürlich ein crappy Flugzeug, welches du benutzen willst. Vielleicht ist es ja auch gerade hier im Hangar, keine Ahnung. So, ab in die Schmiede des Horizonts.
Schon wieder? Wir sind heute, glaube ich, schon dreimal mit dem schwarzen Loch gereist. Abdrehen. Okay. Wir werden wahrscheinlich trotzdem ein bisschen Tritium im Raumschiff lassen sollen. Das könnte ja immer noch ausgehen. Also das ist immer noch klar. Moment! Warum? Warum Moment? Ah, Raumschiff wechseln. Okay. Ja, da kann ich ein bisschen Platin, Tritium und so solches Zeug sammeln. Nimm mir ein. Ja. Okay, dann habe ich es mir schon richtig gedacht. So, weg mit dir. Vielleicht ist ja bei einem größeren Platin. Nö, Silber. Ist ja auch immer typisch, dass Silber wird. Hab meinen Frachter erst geholt. Ja. Ja, man sieht es ja immer unten links. Steht ja. Aber bei dem haben wir ja nicht andere Waffen. Irgendwo dort hinten ist er. Aber dort ist nicht, oder? Ist dort das schwarze Loch? Habe ich mich jetzt verflogen? Sollte doch bei der... Ah, es ist hier. In dieser Richtung. Ich glaube, er ist langsam so weit. Oder? Nein, man sieht es, wenn er dann richtig schnell... Okay, komme. Okay, hat er geschrieben. Gut. Here we go again. Ah, das war sogar ein Goldmeteor. Oder Asteroid. Oh, puff. Jetzt machen wir die Sprünge, bis das mit der Säuberung mal rauskommt, was man dort erledigen muss. Keine Ahnung. Wieder rein in den Gamma-Blitz. Ja, es wäre nicht geil, wenn man das machen würde. Irgendwie, obwohl unser crappy Raumschiff so, ja, wie gesagt, crappy ist, hat sehr viele von diesen Raumschlachten, schwarzen Loch, Sprüngen, alles ausgehalten. Also crappy. Ja, und wir haben sogar unter Wasser noch gefunden. Was weiß gar nicht, ob wir am gleichen Punkt rauskommen. Doch, das sollte sicher sein. Also ich würde... Es wäre ja richtig komisch. Ah, doch. Man kommt. 1.231. Ja, easy going. Yo! Ich habe schon nur die Form gesehen von außen und dachte mir, Alter, das wäre jetzt geil. Yo! Und dann wird er rot, bestimmt. Sorry, Paul, aber ich musste schon hier raufgehen. Holy shit! Das sieht ja richtig nice aus. Das gibt dann Kohlenstoff. Alter! Das ist Metal World. Und nicht der andere Ort. Ich baue hier mal Teil. Oh, wir haben das chromatische Metall wahrscheinlich alles beim... Habe ich das chromatische Metall alles beim Exofahrzeug hingepackt? Haben wir aber? Nein, wir haben nicht mal Kupfer dabei. Okay. Muss ich halt noch schnell Gold und Kupfer holen gehen, damit wir hier eine Basis bauen können. Oh, dort hinten! Dort hinten ist so eine Formation. Ja, genau so hat es vorhin auch bei der anderen Welt ausgesehen. Oder hätte es bei manchen Wesen ausgesehen. Gold...
Hat sie irgendwo Kupfer? Schon wieder Gold. So, anscheinend hat es nur Gold in der Nähe. Können wir mal anschauen. Ah, dort hinten ist was aufgeploppt. Auch wieder Gold. Oh. Es ist alles Gold. So. Das kann doch nicht sein. Es scheitert nur wegen dem Kupfer. Magnetisiertes Ferrit. Überall Gold. Wir brauchen kein Gold. Okay. Hier hat es noch schwebende Kristalle. Ah, okay. Seltenes Metallelement. Was hat es hier noch? Ja, seltenes Metallelement. Was? Kohlenstoff. Kristall. Ah, okay. Instabiles Natrium. Das sind diese ganz speziellen. Ne? Paul kommt auch gerade instant. Muss schnappen. Los. Richtig. Jetzt kommt langsam der Stream-Sniper. Nein. Mann, wo ist jetzt verdammt nochmal Kupfer? Wir brauchen Kupfer. Oder ich brauche zumindest Kupfer. Das ist wieder Gold. Das habe ich auch schon tausendmal angeschaut. Das kann doch nicht sein. Vielleicht hast du ja eine größere Reichweite, Paul. Vielleicht findest du ja irgendwo. Okay, die Teile sind hier überall. Ja, dort ist magnetisiertes Ferrit. Schon wieder die gleiche. Oh Mann. Es kann doch nicht sein, dass Kupfer hier so selten ist. Gefunden? Sehe es gar nicht. Markier mal. Ich brauche auch nur. Was brauchst du? Ja, 40 chromatisches Metall für Dings. Für den Computer. Das ist das Hauptproblem. Wow. Sicher ist dann noch Kupfer oder so überall hier erhältlich. Oh, okay, gibt's wohl hier nicht. Dude. Mach deine Analysevisier auf. Und dann steht rechts verfügbare Ressourcen. Kupfer, Gold, magnetisiertes Ferrit. Also muss Kupfer hier existieren, aber halt einfach nicht in der Nähe von uns. Komischerweise. Außer es ist ein Bestandteil von Pflanzen. Nehme ich jetzt aber eher auch nicht an, weil Kupfer ja ein Erz ist eigentlich. Das sieht auch strange aus. Was? Wächter entf... Ah. Ist für die Landschaft. Ja, sonst lassen wir es. Also wenn jetzt Kupfer so schwierig hier aufzufinden ist, dann... Ich weiß natürlich, das ist nicht gerade der perfekteste Ort. Auch wenn er geil aussehen würde. Hm. Ist aber wirklich blöde. Aber ein Goldparadies. Das wär's. So. Ich glaube, dann dieses System hat nicht mehr als... Ah, das können wir ja nachschauen. Ja, okay, es hat noch ein heißer Planet, nämlich, und ein trockener. Und dann halt noch zwei kleinere. Aber so ein Planet würde es dann eher weniger geben im Real Life. Also würde ich jetzt... Ja, okay, man sollte ja auch niemals nie sagen, vielleicht gibt es ja irgendwo da draußen, weil das Universum ist ja unendlich lang.
Oder fast ohne. Genial. Und dann bekommt man Silikatpulver. Das ist eigentlich fähig. So. Boah, aber die Gänge wären richtig geil hier. Könnte man unterirdisch richtig geile Gänge bauen, ohne dass es kacke aussehen würde. So. Haben wir uns wieder durchgegraben. So, ich glaube, das Flugzeug ist aber auch nicht dementsprechend weit weg. Ah, ist ja schon hier, okay. Ja, easy going. Whee! Hat auch so ein kleiner Flieger. Erwarten wir gleich. Was? Was uns gespawnt hat, ja bestimmt, oder? Wie heißt dieses System? Olnoik. Metall Heimat. Metalhead? Ja, okay, warum nicht? Warum nicht? Lassen wir so. Dann wissen wir, wo sich das hier befindet. Ich glaube, Paul braucht noch ein bisschen. Wenn man die jetzt ab... Oh. Oh. Natürlich 1000 Waffen. Ah, die kann man gar nicht abbauen. Ja, ist gut, Paul. Die kann man wirklich nicht abbauen. Dann sind die genauso wie diese Riesenteile, die als wahrscheinlich als Deko dienen sollen. Okay, dann ist Metall überzogene Welt. Scheinbar so. Okay. Whee! Gehen wir wieder schön weg von diesem komischen Planeten. Natürlich müssen wir jetzt... Ey, vielleicht hört man das, aber mein Hund kratzt schon die ganze Zeit an die Tür. Und wir wissen ja alle, wenn ich jetzt sie reinlasse, kommt sie schnell eine Runde drehen und dann will sie wieder raus. Also, meine restliche Familie, die ist gerade nicht zu Hause. Und jetzt hat natürlich mein Hund, also Gina, hat komplett Para am Schieben. Paranoia. Jedes Mal. Dafür hört man es jetzt 1000 Mal. Und ich müsste 1000 Mal aufstehen, nur damit sie schnell reinschauen kann. Dann wieder alles, ja. So bedenke ich manchmal. So. Wieder hier. Ich weiß nicht, ob jetzt Paul auch mitgekommen ist. Also in die Anomalie. Vielleicht muss er das gar nicht machen, weil ich ja eigentlich warpen muss. So. Sei immer gütig, reisender Freund. Entdecke immer zu, ich werde dich vermissen. Okay. Nach schwarzem Loch fragen. Nee, kann ich nicht mit rein. Ah, okay. Dann macht es immer random generierte Lobbys. So. Eigentlich, wir wären fast schneller gewesen, wenn ich mit dem Raumschiff zu meinem Frachter geflogen wäre, dort chromatisches Metall aufgehoben hätte und dann wieder zu diesem Planet zurückgeflogen wäre. Das wäre fast am einfachsten gewesen. Ja, die anderen Planeten. Vielleicht finden wir ja irgendwas mit Pilzgeflecht. Dort hinten. Vielleicht können wir ihn scannen. Ah, es wäre gerade gut. Ja, dort ist Pilzschimmel. Ja, easy. Easy going. Packe ich schnell anderes Flugzeug her. Ich finde, der Traktorstrahl von unserem Frachter finde ich richtig gut. Also
vor allem stark. Die Reichweite reicht ja bis ganz rechts, links von einem. Also 180 Grad gerade. Sichtfeld vor allem. Ich dachte schon, das wäre Paul. Wow. Okay. So. Jetzt müssen wir halt einfach noch ein bisschen Pilzschimmel einsammeln gehen. Und ich glaube, Uran. Oder halt was. Ah nein, Ammoniak. Wir müssen Ammoniak und okay, das ist jetzt wieder der falsche Planet gewesen. Das war der Planet hier, oder? Ja. Natürlich, bei der Anomalie und bei unserem Frachter kann man nicht Turbo einsetzen. Ist ja klar. Haben wir hier eigentlich... Ja, gut, wir haben alles Tritium dabei. Ja, Paul, ich gehe schnell dort... Oh. Paul, kannst du... Oder vielleicht kann man das zusammen machen. Aber es wäre optimal, wenn ich das Ansehen ein bisschen verbessern könnte. Ich geh mal dorthin. Sie hat ja bis jetzt immer übelst geholfen mit der Ansicht. Also das Ansehen von den einzelnen Kulturen. Okay. Wow, was hat denn der gerade gemacht? Kamikaze-Move. So. Er hält richtig viel aus, merke ich irgendwie. Geh kaputt! Jetzt haben wir ihn dann gleich. Perfekt. Perfekt. Und ansehen. Und vor allem bei wem? Oh, Viking mal 5. Also plus 5. Yo. Easy going. Ey, das ist richtig nice. Dass sie auch eben bei den Viking um einiges mehr. Oder generell bei den Korvax oder so. Bei den Alien-Rassen. Dass man das Ansehen verbessern kann. Okay. So. Pilzschimmel, wir kommen. Ich keine Ahnung, wie die Pflanzen aussehen. Hm. Ich nehme an, nach diesem Pilzschimmel müssen wir dann diese Pflanze wegen dem, also wahrscheinlich das Gamma-Gras müssen wir dann anpflanzen. Und nach dem, keine Ahnung, würde mir Sternknollen. Das könnte gut möglich sein, dass wir Sternenknollen noch anbauen müssen. Aber das hätten wir gerade direkt bei unserem Planeten. Wegen dem, das wäre easy going. Ja, der Planet ist ein bisschen weiter weg als die andere. Der Guro 39/C3. Bester Name. Ja, okay. Sollte nichts sagen wegen den Namen. Die Namen, die ich vergebe, Metalhead oder Metal World, sind auch nicht gerade originell. So. Okay. Sah ein bisschen komisch aus. War auch so. Wow, irgendwas ist los hier. Irgendwie kann man nicht richtig landen. Sorry, war kurz Anruf wegen Geburt. Ah nein, kein Stress. Ich mache hier einfach weiter. Was wir erledigen müssen. So. Pilzschimmel bitte. Jadeerbsen. Süßwurzeln. Ja, nice. Nice, nice, nice. Jetzt müssen wir einfach noch Ammoniak suchen gehen. Und dann haben wir es. Ja. Und Wächteraktivität hat... Häufig. Okay. Wow. Wie wir weggeflogen sind oder gespickt sind. Ich glaube, wir haben wieder... Ah nein, wir haben fast 1 Million.
Okay. Die Pflanzen sehen aber auch strange aus. Dankeschön. 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 Und alles noch mit Sauerstoff aufreichern. Dankeschön. Es ist halt nicht ein Riesenfeld. Aber es wird uns wahrscheinlich schon nützlich sein. Wahrscheinlich. So. Ah, dort haben wir auch noch einen. Und dann müssen wir Ammoniak suchen gehen. Ammoniak. Ja, ja, genau beim ersten Teil, den man anvisiert, ist dann Kupfer. Aber beim anderen Planet ist nichts vorhanden. Besser Prank, oder? Yay. Vielleicht haben wir Ammoniak sogar noch näher. Nein, natürlich nicht, aber wir haben dafür 1000-mal Kupfer. Kupfer. Ja, okay, da oben wäre auch noch Ammoniak. Oh, hier wäre näher. Auf zum Ammoniak. Machen wir färben wir die Haare jetzt. Los. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Bezug hat auf Haare färben. Bin mir nicht sicher. Ah, Paul ist auch direkt hier. Sind beide direkt nebeneinander. Dann können wir schon mal sehr viel abbauen. Und zum Glück haben wir auch das mit dem magnetisierten Planeten, also magnetisierten Ferritplaneten, schon ganz am Anfang gemacht. Oder relativ früh. Dann haben wir uns jetzt einiges sparen können, eben mit Aufladen von dem Terrain-Manipulator. Weil sonst jedes Mal Ferritstaub suchen gehen, ist absolut ätzend. Also schaut immer, dass ihr irgendwo einen Planet findet, wo man magnetisiertes Ferrit herbekommt. Also pur. Okay. So. Bauen wir. Oh, ist ja richtig viel, muss man ja sagen. Ja, dann hoffe ich, die beiden gehen genügend. Paul, was musst du gerade machen für Mission? Du hast ja sicher auch noch irgendwelche offen. Sonst musst du mir schon nicht hinterherkommen. Kannst du auch für dich deine Mission machen. Bauen können wir dann richtig gut zusammen. So, wenn man einzelnen Missionen nachgehen muss, kann man höchstens ja den Atlas Pass. Ich glaube, Atlas kommt man in die gleiche Lobby rein. Und halt warpen. Wir machen halt ja noch nebenbei noch die Mission von dem Botaniker. So. Er hat schon Roma Geobucht hergestellt. Perfekt. So, schön alles abbauen, das ganze Ammoniak. Immer mehr. Vor allem ist es schön grün, so eigentlich wie Emeril. Ist auch komisch. Ist Ammoniak eigentlich auch ein Real-Life-Grün? Hätte ich keine Ahnung, weil Pyrit war ja auch ein bisschen orange-mäßig. Aber man kann nicht zwei, oder? Schade. Das wäre jetzt noch übelst geil gewesen, wenn man zu zweit gehen könnte. Oh nein, Wächter! Ah, dort hinten wir auch noch Ammoniak. Gehen wir noch schnell das abfarmen, dann können wir eigentlich wieder von hier weggehen und dann weiterreisen. Ich habe ja jetzt die Koordinaten von dem schwarzen Loch. Ja. Wie viel haben wir jetzt? 200, ja, trotzdem einiges Zeug mitnehmen. Benutzt es einfach als Chance. Das ist Offroad. Das ist Alpha. Ah, Mann.
Zum Glück habe ich ja irgendwie eben den Schaden ausgemacht, sonst wäre ich jetzt gestorben. So. Ja, ich sollte ein bisschen noch. Oh, wir könnten wieder Basisarchive durchsuchen gehen. Was? Okay. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. So. Schon alles abbauen hier. Ja, ist eigentlich schon. Wir können ja schnell ins Inventar reinschauen. Ja, das reicht. Komm. Dann lassen wir den restlichen Zeug hier. Wachs. Schön weiter. Es würde auch gerade passen, dass wir zum Flieger zurückkommen. Oh mein Gott. Werden wir das noch schaffen? Ja, ja. Das werden wir sicher noch schaffen. Und? Ja, das war klar. Au. Vielleicht könnte man ja mit Natrium aufladen. Ich weiß ja nicht. Los, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Ah, ich schaue mir gleich Kommentare an, sonst sterbe ich noch. Wenn du willst, die Tage mal eine Nexus-Mission zusammen machen, zum Beispiel Piraten jagen. Ja, kann man wirklich mal anschauen. Aber solange das noch viel zu tun ist. Okay. Wir sollten vielleicht trotzdem ein bisschen aufladen. Ah! Es war schon letztes Mal das Problem. Wir konnten einfach das hier auffüllen und es hat als Schild gezählt. Okay. Kann ja uns egal sein. So. Ah, hier ist er ja schon. Gut, jetzt können wir eigentlich in den Frachter gehen. Oder beziehungsweise. Ah, ich kann noch die Mission schnell abschließen gehen. Also gehe schnell zur Raumstation, fliege schnell zu meinem Heimatplaneten und komme dann wieder zurück. Und dann können wir von hier aus wieder weiterreisen. Okay. Hyperantrieb. Weil da bekommt man sau viele Nanit und sehr viele Credits als Belohnung. Also Credits? Was meinst du? Dieses Quecksilber. Meinst du das? Also mit Credits? Und ja, Nanits braucht man ja nur für Baupläne. Also ich habe jetzt keinen im Kopf, außer die Hyperantriebe, die ich unbedingt wollte. Die ich unbedingt ja nötig. Oh! Hat hier ein Pirat angegriffen? Yo! Ich meine normales Geld. Ah, okay. Unit. Ah, okay. Ist es genau dort bei dir? Ah, nein. Wo ist die Bedrohung? Bestand wegen Bedrohung. Ah. Dieser Richtung? Okay. Können wir nochmal das Ansehen verbessern? Er ist wieder verdammt nahe. Wie sie auch immer ausweichen wollen. Und. Vielleicht schon. Ja, erst dann. Hey, wir können ja richtig viel Geld machen durch das. Und halt das Ansehen immer mehr verbessern. Jetzt ist nur eins gewesen. Ich habe mich nicht geachtet, was für einen Stern gehabt hat. Vorhin waren es fünf. Jetzt sind wir Verbündeter. Nice. Jetzt sind wir irgendwie Komplize oder Kompane bei den Gags. Und bei den Vikings sind wir jetzt Verbrüder.
Okay. Verbindet, ja. Das laber ich. So, gehen wir schnell. Es sah schon eigentlich gut aus beim Anfliegen. So bedenklich. Ah, Paul, du warst ja wahrscheinlich nicht dabei. Ich habe das mit den Pflanzen gelöst. Man muss sie einfach überdachen, dann geht es. Also es braucht keinen einzigen Strom. Es braucht einfach höllisch lange, bis es wächst. Habe ich dann noch ja, herausfinden können. Okay, wir können. Ja, das können wir auch später machen. Ich gehe jetzt mal Home Sweet Home. Mache schnell die Mission fertig. Wir können ja wieder beim Protokoll schauen, welchen Planet. Ah, cool. Ja, voll. Zum Glück habe ich das lösen können. Also man muss einfach immer überdachen oder halt in einem geschlossenen Raum halten, weil die meisten kommen auf das Klima nicht klar und wachsen da nicht. Und du könntest kurz vor Schluss heute meine Basis anschauen. Ja, das können wir noch schauen von der Zeit her, weil ich sollte jetzt eigentlich dann langsam mal gehen. Ja, aber das nächste Mal bestimmt können wir gerade am Anfang machen. Dann haben wir das jedenfalls. Aber heute wird es ein bisschen kritisch noch. So. Sollte, hätte eigentlich auch schon von 10 Minuten los sollen. Tut mir leid, Paul, aber morgen, übermorgen können wir das sicher anschauen. Hast ja auch viel gebaut. Wegen dem von der Zeit her wahrscheinlich wird es nicht reichen, alles anzuschauen. Und das wollen wir uns ja dann auch anschauen. Vielleicht hast du ja auch ein paar Techniken. Okay. Wir müssen jetzt anpflanzen. So. Pilzschimmel. Oh, vielleicht müssen wir dann noch Teile bauen. Also ich meine, so Droge. So. Okay. Und dann nochmal eins. So. Jetzt müssen wir ihm wahrscheinlich noch ein bisschen Pilzschimmel geben. Warum leckt es gerade so? Es ruckelt jetzt gerade übelst. What the hell? Hä? Das war jetzt gerade übelst komisch. Ah, ich will nicht die Basis draufladen. Alles gut, durch den Strom anschließen bekommen die Pflanzen mehr Nährstoffe und wachsen dadurch relativ viel. Also, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Kannst den Stream sonst dann noch anschauen. Ich habe so mit dem Scanner-Modul, also es war kein Unterschied von dem Wachstum jedenfalls. Hätte ich nicht, jedenfalls nicht bemerkt. Bevor wir das machen beim Botaniker, können wir das noch machen. Das hat sich jetzt perfekt eingebündelt von der Zeit her. So, jetzt können wir das noch ein bisschen anschauen. Und dann können wir das Crafting-Rezept heute noch bauen, damit es wieder ja anfängt von dem Timer her. Vielleicht ist es auch ein Upgrade. Okay, 82%. So, Archive durchsuchen. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Stunden zu. Aber die Sonne geht bereits unter. Die Sonne wird schwächer. Licht kann die dicken Ringe, die sich um dieses legen, kaum durchdringen. Ich muss mich beeilen. Okay. Okay. Und was haben wir hier? Exo-Anzug. Eigenes Upgrade-Modul. Vielleicht müssen wir gar nichts mehr bauen. Ja, wir haben Glück, wir müssen nichts bauen. Yo, jetzt haben wir sowas sogar. Okay. Wir können noch die Lichtbrüche ja hier hin platzieren. Yo, jetzt haben wir einfach einen Bonus von dem Teil bekommen. Ja, nice. Dann läuft der Timer wahrscheinlich wieder. Ja, sollte eigentlich. Okay. Nochmal landwirtschaftliche Forschung.
Ja, winkel ruhig. Vorhin war wirklich komisch. Ah, du bist also fertig. Zeig mir die Pelzgeflechte. Es ist so lange her. Okay. Er will genau 50. Wir haben noch irgendwas um die 50. Puh. Du lernst schnell, Reisender. Lass uns noch einen Schritt weitergehen. Jetzt, da du auch mit gefährlichem Flora zurechtkommst. Ja, jetzt kommt Gammagras. Das war so klar. Okay. Ist der nächste Planet, den wir finden. Ob Paul hat die Gruppe verlassen. Den nächsten Planeten, den wir finden, mit Gammagras gehen wir dort auch umgehen hin. Im letzten großen Krieg haben wir Gag unsere Heimat, unsere Städte und unsere Identität verloren, Reisender. Welt um Welt wurde mit Atomwaffen bombardiert. Jetzt wachsen in den alten Welten nur noch entstellte tödliche Dinge, aus denen heraus die Erinnerung an das schreit, was einst war. Eine dieser Notpflanzen ist das Gammagras. Wir sollten es hier kultivieren. Überlassen wir das Kämpfen den anderen, mein Freund. Lass uns hier stattdessen Dinge anpflanzen. Kapitän Dostelos will, dass ich den Hydrokulturtrog nutze, um Gammagras zu kultivieren. Okay. Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt, Reisender. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich konnte in letzter Zeit kaum schlafen. Ich muss mich ausruhen. Okay. Aber wir haben immer noch nicht. Wartet. Wir haben immer noch nicht ein Teil für Kaktusfleisch, ein Teil für Sternknollen, was man ja eigentlich braucht für Polyfasern. Und vor allem so viel braucht man für das Zeug, das ist so übertrieben. Einfach nur bedenklich. Vor allem, wir brauchen das hier und dann das hier. Und den Frostkristall und Solanium, das bekommen wir. Das haben wir jetzt angepflanzt. Kaktusfleisch und halt das andere Zeug, das fehlt uns noch. Also der Hitzekondensator. Wir haben den doch für irgendwas gebraucht. Wir müssen doch irgendwas bauen. Ah, für die Schaltplatte. Stimmt. Die wird dann, ja, eben aus diesen, ja, okay. Das dauert noch. Jetzt morgen sollten wir uns hier drum kümmern, also hier noch restliche Troge aufzustellen. Wir können dann hier auch noch den ganzen Saal oder ganzen Raum füllen, also das ist kein Problem. Aber ich muss jetzt einfach noch schauen, was fehlt uns hier? Okay. Uns fehlen hier einfach noch Metallplatten, vielleicht. Na. 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 Ja, okay, dann machen wir das morgen. Perfekt. Ey, wir sind richtig weit gekommen. Wir haben das hier gemacht. Diesen Raum. Wir haben schön gefarmt. Haben eingeordnet, sage ich jetzt mal. Und haben auch erkundet. Schade, konnten wir bei diesem Metallwelt nicht Basis hinpacken. Können wir nicht direkt hin. Porten, aber halt zur Raumstation. Also perfekt. Jetzt noch schnell, damit ich das auch im Stream dann habe und einfach am Schluss hingehen kann. Ich glaube, oder waren wir hier drauf? Wo war der letzte? Nein, jetzt haben wir uns den Namen nicht gemerkt. Ah, man sieht immer, ob es grün oder so. Obuzi. Ah, das ist gar nicht das. Ah, ich dachte jetzt schon. Also Metalhead haben wir gespeichert. Und dort waren wir auch zuletzt, also Metalhead. Oh mein Gott, ich dachte schon, holy shit. Und hier waren wir ja vor dem schwarzen Loch. Okay. Jetzt ist alles wieder gut. Okay, Metalhead, müssen wir morgen machen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Jeden Tag um 2 Uhr nachmittags sollte hier es
wieder live sein. Also, bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Bye Leute, peace out. Bye.